Liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion war vor einigen Wochen schon mal in Leipzig. Und zwar haben wir dort eine Sondersitzung gemacht zu 30 Jahre friedliche Revolution. Am Anfang dieser Veranstaltung bin ich mit einigen Kollegen in der Nikolaikirche gewesen. Wir haben dort eine Andacht gehalten und in dieser Andacht waren viele Bürgerrechtler dabei und Bürgerrechterinnen. Und es war sehr bewegend, diesen Bürgerrechterinnen und Bürgerrechtlern zuzuhören, wie sie damals mit großem persönlichen Einsatz und Mut es geschafft haben, sich zu entscheiden, überhaupt sich zu versammeln, wie sie unter dem Schutz der Kirche Versammlungsräume gekriegt haben, wie sie dann immer mutiger wurden beim Diskutieren und wie sie dann Flugblätter gedruckt haben und auf die Straße gegangen sind. Warum erzähle ich Ihnen das? Ich erzähle Ihnen das deswegen, weil diese Menschen für etwas gekämpft haben. Sie haben für Freiheit gekämpft und das unter einem erheblichen persönlichen Risiko. Und wir, meine Damen und Herren, müssen uns heute fragen, ja, für was für eine Freiheit haben Sie denn gekämpft? Für eine Freiheit von etwas, eine Freiheit von Diktatur und Unterdrückung oder für eine Freiheit zu etwas? Und ich glaube, es war die Freiheit zu etwas, nämlich die Freiheit zu gestalten. Und das, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, hat uns ja auch alle in die Politik hineingebracht, dass wir gestalten wollen, dass wir was tun wollen, dass wir was verändern wollen und nicht einfach nur unseren Alltag verwalten wollen. Und genau das hat die CDU-CSU-Bundestagsfraktion und ich sage ganz ausdrücklich CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Bin deswegen sehr froh, dass jetzt auch gleich Markus Söder kommen wird, dass gestern Alexander Dobrindt da war, weil wir nur zusammen stark sind. Das hat sich auch im letzten Jahr gezeigt, dass die CDU-CSU-Bundestagsfraktion genau diesen Auftrag angenommen hat, zu gestalten. Wenn man sagt, zu gestalten, dann kann man sich fragen, na ja, okay, was stand denn dahinter? Und wir haben uns vorgenommen, wir wollen das Land von der Mitte her denken, weil die Mitte, und das ist ja auch das Motto unseres Parteitages, entscheidend für das Land ist. Es kommt natürlich immer darauf an und der Charakter eines Landes zeigt sich, wie man mit Minderheiten, wie man mit Randgruppen umgeht, wie man mit Menschen umgeht, denen es nicht so gut geht. Aber am Ende des Tages ist entscheidend für dieses Land die Mitte. Und wenn wir nicht die Partei der Mitte sind, dann ist es niemand mehr und deswegen haben wir versucht, die Politik für die Mitte in diesem Land zu gestalten, meine Damen und Herren. Und das Land für die Mitte zu gestalten bedeutet, dass man auch einfach mal guckt, was betrifft denn die Menschen? Und da ist zum Beispiel das Thema Bildung. Und ich sehe Anja Kadicek. Wir haben im Bereich Bildung das Berufsbildungsgesetz auf den Weg gebracht. Wir haben beim BAföG was auf den Weg gebracht. Wir haben viele, viele Dinge auf den Weg gebracht im Bereich Digitalisierung, wo es darum geht, die entsprechenden Mittel für die Digitalisierung der Schulen bereitzustellen. Es ging aber nicht nur um Bildung. Ein weiteres Thema der Mitte ist das Thema Gesundheit und Pflege. Und auch im Bereich Gesundheit und Pflege haben unsere Gesundheitspolitikerinnen und Gesundheitspolitiker haben Jens Spahn geliefert. Und das war nicht nur die Masernimpfpflicht. Und ich kann dazu nur gratulieren, dass wir das gemacht haben. Das war eine mutige Entscheidung. Wir haben dort einigen Widerstand gekriegt. Aber es war eine richtige Entscheidung, meine Damen und Herren. Sondern auch viele, viele kleine Verbesserungen, die den Alltag der Menschen verändern. Wir haben Familien in den Fokus genommen. Es ging nicht nur um das Baukindergeld, es ging auch um viele, viele andere Sachen. Es ging ums Kindergeld insgesamt. Und es wird jetzt darum gehen, dass wir auch den Anspruch auf Ganztagsbetreuung bis zur vierten Klasse umsetzen, weil genau das der Mitte dieser Gesellschaft hilft. Es ging um Infrastruktur und um viele, viele andere Sachen. Und jetzt können Sie sagen, ja, okay, ist toll, ihr habt viele Sachen für die Mitte umgesetzt, aber am Ende des Tages steht 26%, 25% oder 27%. Warum ist das denn eigentlich so, wenn diese Bundestagsfraktion, diese Bundesregierung so viel liefert, dass wir bei den Umfragen nicht besser dastehen und dass wir auch bei den Wahlen nicht so erfolgreich sind, wie wir das eigentlich sein sollten? Da kann man jetzt viele Antworten drauf geben. Vielleicht ist es so, wenn Personalfragen wichtiger genommen werden als Sachfragen. Vielleicht ist es auch die Frage, dass immer noch die Diskussion da ist, wie und wo wir uns als Partei verorten. Sind wir irgendwo konservativer, sind wir grüner, sind wir sozialer, sind wir liberaler? Ich kann Ihnen nur eins sagen, bei mir in der Fraktion haben wir von jeder Richtung Vertreter. Und ich bin da auch sehr froh drum, dass wir von jeder Richtung Vertreter haben. Wir haben Leute, die sind ganz stramm konservativ. Wir haben Leute, die sind ganz unglaublich sozial. Wir haben unsere Wirtschaftsliberalen. Wir haben die Arbeitnehmer.
Und das ist auch in Ordnung so. Und deswegen diskutieren wir auch in der Fraktion und wir diskutieren kontrovers. Aber es gibt einen Unterschied zu der ein oder anderen Diskussion, die wir in der Partei haben. Dass niemand von uns, ob er jetzt nun konservativ, wirtschaftsliberal oder sozial ist, den Anspruch hat, dass der Rest der Fraktion genauso zu denken hat wie er. Sondern dass wir das respektieren, dass wir ein breites Meinungsspektrum haben und dass genau dieses breite Meinungsspektrum uns am Ende des Tages stark macht, meine Damen und Herren. Und genau das würde ich mir auch von der Partei in der nächsten Zeit wünschen, dass es um die Sachfragen geht und nicht um die Personalfragen und vor allen Dingen, dass wir akzeptieren, dass wir ein breites Meinungsspektrum haben und dass wir es nicht nur akzeptieren, sondern dass wir es im Gegenteil sogar wertschätzen, weil das ist die Qualität der Union und das macht uns aus. Aber wenn wir das jetzt gelöst haben, wird das denn dann am Ende des Tages auch reichen? Wird das reichen, damit wir wieder dahin kommen, was unser Anspruch ist, nämlich Richtung 40%? Und ich sage das auch ganz ausdrücklich, Richtung 40%. Nein, es wird nicht reichen, weil ich glaube, eins ist klar geworden in den letzten Wochen und in den letzten Monaten. Wir müssen auch den Anspruch haben als CDU-CSU-Bundestagsfraktion, wir müssen den Anspruch haben als Union, wir müssen den Anspruch haben als Bundesregierung, dieses Land auch zu führen, meine Damen und Herren. Und zu führen, das heißt, erstmal die richtigen Themen zu setzen. Und die richtigen Themen, das sind Zukunftsthemen. Wir haben in den vergangenen Jahren, das war auch richtig, weil es viel um Zusammenhalt in dieser Gesellschaft ging, wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel über Zusammenhalt und Verteilung gesprochen. Und das will ich auch gar nicht kritisieren. Aber wir werden jetzt irgendwo auch nach unserem Parteitag, nach dem Parteitag unseres Koalitionspartners die Entscheidung treffen müssen, wie wir die nächsten anderthalb Jahre gestalten. Und die nächsten anderthalb Jahre möchte ich nicht damit gestalten, noch mehr umzuverteilen, meine Damen und Herren, sondern ich möchte die nächsten anderthalb Jahre damit gestalten, das Land zukunftsfest zu machen. Und zukunftsfest zu machen heißt, nach vorne zu denken. Zukunftsfest zu machen heißt, die Themen zu setzen, die uns weiter nach vorne bringen. Und da sind gestern einige Themen genannt worden. Und ich möchte nur drei herausgreifen, die von überragender Wichtigkeit sind. Das erste Thema, und da müssen wir eigentlich noch viel, viel mehr drüber reden, aber es war ja auch gut, dass wir gerade eben die Debatte über 5G geführt haben, ist das Thema Außen- und Sicherheitspolitik. Meine Damen und Herren, die Welt hat sich verändert. Es ist so, wir stehen vor großen Herausforderungen. Und bei diesen großen Herausforderungen sind wir auch gefordert. Und Daniel Caspari hat das auch in seiner Rede eben gesagt, viele schauen auf Deutschland und wir müssen dort Führung übernehmen und wir müssen nach vorne schauen und wir müssen Vorschläge machen. Außen- und Sicherheitspolitik nach dem Motto zu machen, wir sind besorgt und wir warnen reicht nicht. Und ich bin dankbar, dass wir jetzt in eine Ära eingetreten sind, wo wir konkrete Vorschläge machen, die auch umzusetzen sind, ob das nun in Syrien ist, in der Sahelzone oder sonst wo, meine Damen und Herren. Dazu gehört aber auch eins. Außenpolitik hat immer erst das Prä der Diplomatie. Außenpolitik hat auch sehr viel mit Entwicklungspolitik zu tun. Aber es ist doch gerade nachgradig naiv zu glauben, dass Außenpolitik nichts mit Bundeswehr zu tun hat, meine Damen und Herren. Und eine Bundeswehr muss auch stark sein und muss entsprechend ausgestattet sein. Und wenn eine Bundeswehr nicht entsprechend ausgestattet ist, dann riskieren wir damit zuerst das Leben unserer Soldatinnen und Soldaten, die einen großartigen Job machen. Und das lasse ich mir übrigens auch nicht kleinreden, dass die einen großartigen Job machen, meine Damen und Herren. Und liebe Freundinnen und Freunde, und deswegen ist es richtig, und das ist auch ein Signal nach vorne hin, was von diesem Parteitag ausgehen muss, dass wir die Partei der Bundeswehr sind, dass wir hinter den Soldatinnen und Soldaten stehen und dass es wir sind, die dafür sorgen, dass sie auch angemessen ausgestattet sind. Und das zweite große Thema ist, wir müssen mehr über Wirtschaft reden. Wir müssen mehr über Wirtschaft reden. Sie werden das alle erlebt haben in den letzten Jahren und in den letzten Monaten. Wenn Sie versucht haben, über Wirtschaft zu reden, dann haben die Leute Ihnen erzählt, ja, du erzählst mir, wir müssen da aus der Komfortzone raus, du erzählst mir, wir müssen mehr tun, aber ich habe gerade satte Lohnerhöhungen gekriegt, mein Chef kriegt keine Fachkräfte, mein Sohn hat ohne Bewerbung eine Lehrstelle gekriegt
Und mein Nachbar, der 3 Jahre zu Hause gewesen ist, fährt jetzt auch jeden Morgen irgendwo hin. Es geht jetzt nicht darum, sagen mir die Leute, darum zu reden, wie wir uns anstrengen, wie wir aus der Komfortzone rauskommen, sondern ich möchte einen Teil von dem Kuchen mithaben. Aber das ist falsch. Vielleicht kommen wir jetzt gerade noch mal über eine Rezession hinweg. Ich hoffe es, wir haben da ganz positive Zahlen gekriegt. Übrigens, das kann man ja auch mal sagen, dass es CDU-CSU geführte Bundesregierungen waren, die in den letzten 10 Jahren auch mit dafür gesorgt haben, dass es unserer Wirtschaft so gut geht, meine Damen und Herren. Aber wir stehen vor strukturellen Veränderungen. Da habe ich auch überhaupt keine Angst vor, aber die Automobilindustrie wird nicht so bleiben, wie sie ist. Die Bankenindustrie wird nicht so bleiben, wie sie ist. Wir haben Digitalisierung, wir haben künstliche Intelligenz, wir haben ein verändertes Verbraucherverhalten. Und da müssen wir wirtschaftspolitisch drauf reagieren. Und natürlich ist es wichtig, dass wir da eine Unternehmenssteuerreform machen. Aber Wirtschaftspolitik darauf zu reduzieren, dass wir eine Unternehmenssteuerreform machen, ist mir zu wenig, liebe Freundinnen und Freunde. Es geht um mehr. Es geht darum, dass wir unser Arbeitsrecht beispielsweise im 21. Jahrhundert anpassen. Das ist auf das 20. Jahrhundert bezogen. Das ist nicht modern. Und ich erwarte von CDA, MIT, von der Bundestagsfraktion, dass wir da jetzt Vorschläge machen, wie wir unser Arbeitsrecht beispielsweise modernisieren, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben gerade sehr viel über Digitalisierung gesprochen. Die große Herausforderung für unsere Wirtschaft sind natürlich Steuern, Energiepreise und Bürokratie, diese heilige Trias, die immer genannt wird. Aber ich kann Ihnen eins sagen, die Plattformökonomie, die Amazons, die Flixbus und die anderen dieser Welt werden unsere mittelständische Wirtschaft mehr beeinflussen, als das unser Steuerrecht tun wird. Und deswegen müssen wir auch da Antworten geben. Wir müssen unser Wettbewerbs- und unser Kartellrecht ändern. Wir müssen, meine Damen und Herren, die Weltmärkte offen halten. Wir sind Exportweltmeister, aber die Weltmärkte werden momentan zugemacht. Die werden von den Amerikanern, von den Chinesen und von vielen anderen zugemacht. Wir kommen wieder in eine Ära des Protektionismus hinein. Und dafür, lieber Daniel, brauchen wir euch Europäer. Nur zusammen kriegen wir das hin. Und deswegen ist es wichtig, dass Bundestagsfraktion, Partei und unsere europäischen Kollegen an der Stelle zusammenarbeiten, liebe Freundinnen und Freunde. Und wenn ich über Wirtschaft rede, ich komme aus Ostwestfalen-Lippe, dann rede ich auch immer über den ländlichen Raum. Bei allem Respekt vor den städtischen Gebieten, wo wir großartige Arbeit leisten. Aber das Herz unserer Wirtschaft ist auch im ländlichen Raum, meine Damen und Herren. Und wenn das Herz unserer Wirtschaft auch im ländlichen Raum ist, dann müssen wir diesen ländlichen Raum auch entsprechend entwickeln, damit Wirtschaft dort Zukunft hat. Und dazu ist es notwendig, dass wir natürlich Digitalisierung und Infrastruktur dorthin bringen und dass wir das schneller machen als in der Vergangenheit. Ich meine, wir können uns hier hinstellen auf diesen Parteitag und sagen, alles war gut. Nein, wir haben in einem Bereich nicht gut gearbeitet. Das ist der Bereich Digitalisierung, sowohl Digitalisierung in der Infrastruktur als auch Digitalisierung in der Verwaltung. Dort müssen wir besser werden und das müssen wir uns auch selbstkritisch eingestehen, liebe Freundinnen und Freunde. Weil ich nämlich glaube, dass das die Antwort auf Bürokratie ist, dass wir dort viel, viel digitaler werden. Ich möchte aber noch einen dritten Bereich nennen, neben dem Bereich Wirtschaft. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, wir befinden uns, und das ist einfach so, und da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, in einem Land, was sehr plural und was sehr vielfältig geworden ist, wo Menschen unterschiedlicher Kulturen leben, unterschiedlicher Religionen, vielleicht haben sie auch gar keine Religion mehr. Und wir haben auch unterschiedliche Gebiete in unserem Land, von Nord- in Süddeutschland, Ost- und Westdeutschland. Es gibt aber eine Sache, die uns zusammenbindet, egal an was wir glauben und was wir denken. Und egal übrigens auch, woher wir kommen, und das ist unser Recht. Das Recht, was wir haben, ist die Klammer, die dieses Land unter anderem zusammenhält. Aber wenn es so ist, dass das Recht dieses Land zusammenhält, liebe Freundinnen und Freunde, dann müssen wir doch dafür sorgen, dass dieser Rechtsstaat sich auch durchsetzt. Weil sonst haben wir keinen Zusammenhalt mehr in diesem Land. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir es geschafft haben, die Strafprozessordnung zu verändern, dass wir es geschafft haben, den Pakt für den Rechtsstaat abzuschließen, dass wir es geschafft haben, die Polizei mit besseren Mitteln auszustatten, um Einbruchdiebstahl und viele andere Sachen zu bekämpfen. Aber das ist noch nicht zu Ende erzählt. Wir müssen dafür sorgen, dass dieses Recht durchgesetzt wird, ob es im Strafrecht ist, ob es im Wirtschaftsrecht ist und auch, und das sage ich ganz ausdrücklich, im Migrationsrecht, liebe Freundinnen und Freunde. Und trotzdem, das reicht immer noch nicht für 40%. Selbst wenn wir uns vertragen, selbst wenn wir nur über Sachfragen reden, selbst wenn wir das Land irgendwo auch thematisch in die Zukunft führen.
Wir müssen eins beantworten. Warum machen wir das überhaupt? Was sind denn die Werte, die dahinter stehen? Für was kämpfen wir? Meine Damen und Herren, wir hatten immer eine große Erzählung in diesem Land, mehr Wohlstand. Diese Erzählung ist für die größten Teile der Bevölkerung auserzählt. Und die Menschen fragen sich doch in Zeiten, wo Kirchen keine Rolle mehr spielen, wo Parteien mit ihrem Programm nicht mehr so durchdenken, um was geht es eigentlich, wofür mache ich das? Wo will ich in dem Wertekonsens in dieser Gesellschaft hin? Und da gibt es eine Sache, die uns auch alle verbindet. Und das ist das C, meine Damen und Herren. Und deswegen möchte ich, dass wir im Deutschen Bundestag, dass wir auf Parteitagen und dass wir in unseren Versammlungen mehr über Werte in der Gesellschaft reden. Und da steht zuerst die Würde des Menschen. Und meine Damen und Herren, die Würde des Menschen, die ist momentan gefährdet durch die Art und Weise, wie wir politisch in diesem Land diskutieren. Wenn ich mir anhöre, wie menschenverachtend im Bundestag und woanders argumentiert wird. Dann hat das nichts mehr mit dem C zu tun. Und deswegen kann ich nur sagen, wehret den Anfängen. Und die Anfänge sind immer Worte. Und wenn wir es dulden, dass im Deutschen Bundestag Kolleginnen und andere Kollegen als Terroristen bezeichnen, wenn wir es dulden, dass dort noch ganz andere Beleidigungen kommen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass aus diesen Worten irgendwann mal Taten werden und aus diesen Taten eine Veränderung des Landes erfolgt, die wir nicht haben wollen. Und deswegen die Würde des Menschen gebietet es, dass wir respektvoll mit allen umgehen, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen auch ganz eindeutig, um da keinen Zweifel dran zu lassen, egal ob er zu Recht kommt oder zu Unrecht, die Würde des Menschen gilt auch für den Menschen, der zu uns migriert und zu uns zuwandert. Und auch das muss uns immer leiten, liebe Freundinnen und Freunde. Wir können auch, wenn wir darüber reden, wie wir zusammenleben wollen, und ich glaube, das ist eine viel, viel spannendere Geschichte, als ob wir das ein oder andere Steuergesetz ändern, uns auch mal überlegen, was hat denn das, was wir zu machen, noch mit Eigenverantwortung zu tun? Der nächste größte Wert neben der Würde des Menschen ist Eigenverantwortung. Und ich kann Ihnen eins sagen, ich habe bei diesem Grundrententhema gehadert. Und ich bin auch nicht glücklich darüber, wie das jetzt umgesetzt wird. Aber Fakt ist eins, wenn wir den Menschen in die Eigenverantwortung nehmen wollen, dann müssen wir doch eins anerkennen, dass derjenige, der Eigenverantwortung übernimmt, der was in die Rentenkasse einzahlt, besser behandelt werden muss als derjenige, der nichts einzahlt, liebe Freundinnen und Freunde. Und genau das sollten wir immer klar machen. Und ich möchte mit Ihnen auch noch über einen dritten großen Wert reden in unserem Zusammenleben, und das ist die Solidarität. Natürlich sind wir die Partei der Solidarität, das ist überhaupt keine Frage. Wir sind solidarisch mit den Schwachen. Aber ich erwarte auch, dass der Schwache solidarisch ist mit dem Starken. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, was ich nicht kritisiere, zu Hartz IV, dass man dann auch nicht kürzen kann, wenn man irgendwelche Pflichten verletzt hat als Hartz IVer. Da muss ich ganz ehrlich sagen, es gehört auch zum Respekt dazu, dass derjenige, der was nimmt, alles dafür tut, dass er aus dieser Situation wieder herauskommt. Und das ist auch Solidarität, liebe Freundinnen und Freunde. Und jetzt möchte ich den Bogen schlagen zu dem, glaube ich, wichtigsten Wert, den wir immer wieder gerade als Union auch voranbringen müssen und kommunizieren müssen. Und damit bin ich wieder beim Anfang meiner Ausführungen, nämlich bei den Männern und Frauen, die im Herbst 1989 hier in Leipzig und überall in der DDR unter hohem persönlichen Risiko gekämpft haben. Und sie haben gekämpft für eine Sache. Und vielleicht mögen wir uns da auch mal wieder als Union dran erinnern, weil das die DNA der Union ist. Sie haben gekämpft für Freiheit, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir waren immer die Partei der Freiheit. Wir vergessen das nur, weil wir glauben, wir haben diese Freiheit. Aber ehrlich gesagt, fragen Sie mal im kleinen mittelständischen Unternehmer, ob der sich noch frei fühlt in seiner Arbeit. Und fragen Sie das im Großen auch mal hinein. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, das ist die großartige Erzählung, die wir immer wieder haben müssen. Ich habe bei der ganzen Grundrentendiskussion eins erlebt. Diejenigen, die links von uns stehen, die eine andere Meinung haben und die demokratisch vertreten, was auch in Ordnung ist,
Die haben ein Menschenbild und dieses Menschenbild baut nicht auf Freiheit auf. Dieses Menschenbild baut darauf auf, dass der Staat dafür sorgt, dass jeder Einzelne glücklich ist. Das ist nicht Freiheit und das ist übrigens auch nicht das C. Sondern das C ist, dass wir denjenigen, der will, ertüchtigen, sein Leben in die eigene Hand zu nehmen, sein Leben zu gestalten, Entscheidungen zu treffen, jedenfalls auch falsche Entscheidungen zu treffen und damit zu leben. Das ist Freiheit. Und ich glaube mal, wenn wir das hinkriegen, und wenn wir das kommunizieren und wenn wir das nach außen kommunizieren, meine Damen und Herren, dann haben wir eine Botschaft. Und ich kann Ihnen eins sagen, alles das, was ich Ihnen eben erzählt habe, alle diese Werte, die uns voranbringen werden und die uns in die nächsten Jahrzehnte hineinbringen werden, die sind in einem Wirtschaftssystem drin und das ist die soziale Marktwirtschaft. Das können Sie alles nochmal durchdeklinieren. Und wenn wir es schaffen, aus dieser sozialen Marktwirtschaft auch noch eine Marktwirtschaft zu machen, die nachhaltig ist, dann haben wir gewonnen. Das sollte unser Ziel sein, das sollte unser Arbeitsprogramm sein. Und ich kann Ihnen eins sagen, wir sollten das nicht so machen, wie das teilweise gemacht wird, wo wir uns hier hinstellen und sagen, alles ist schlimm. Wo wir sagen, um Gottes Willen, es sind schwere Probleme, die vor uns stehen. Nein, wir sollten das mit Zuversicht und Optimismus machen, weil wir haben als Union allen Grund, zuversichtlich und optimistisch zu sein. Und wenn wir es nicht sind, wird es niemand mehr in diesem Land sein. Das ist unsere Aufgabe, zuversichtlich und optimistisch, wertebasiert in die Zukunft hineinzuschauen. Vielen Dank, meine Damen und Herren.